dort drin Naruts Gedanken berührt. Ich konnte seine Hingabe zu diesem Amon spüren. Narut versucht schon seit Jahrtausenden, seinen Meister auferstehen zu lassen. Es ergibt Sinn. Der endlose Konflikt zwischen Protoss und Zerg, die Hybriden, alles Teil des Plans, Amon wiederzuerwecken. Nicht, wenn wir ihn aufhalten. Ja, servus meine Lieben und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ja, interessante Geschichte würde ich mal sagen. Hört sich auf jeden Fall ganz cool an. Scheinbar will dieser Typ da wirklich seit Jahrtausenden seinen Meister wiederbeleben, den lieben Amon. Oder Amon, Entschuldigung. Und ja, ich würde sagen, jetzt hören wir uns erstmal alle Gespräche an. Jeder will quatschen. Sogar der Versionskubo uns mit uns quatschen. Also, erstmal gucken. Die Hybriden, ihre Essenz ist stark. Aber ich kann sie nicht sammeln. Narut hat sie erschaffen. Glaubst du, er wird dir mehr Essenz beschaffen, wenn du ihm folgst? Er dient einem Meister, der alle Essenz verschlingen wird. Du sprichst von Amon? Ich glaube, er ist tot. Und ich werde sicherstellen, dass das auch so bleibt. Sollte er leben, wird alle Essenz verloren sein. Entwicklung wird nicht mehr möglich sein. Ich werde kämpfen. Interessant, was der Acker da sagt. Das ist natürlich auch recht krass, würde ich sagen. Das heißt, wenn der Amon wiederbelebt wird, ist eh alles zu Ende. Na gut, Zagara. Dieses Ding im Labor, Narut, es verhüllt seinen Geist vor mir. Doch ich spüre seine Macht. Erzähl mir davon. Es ist anders als alles, was ich kenne. Aber du hast den Uralten vernichtet. Du hast die Macht von ganz Zerus. Es entspringt der Leere. Kalt und abweisend. Aber so machtvoll, dass es schmerzt. Ja, allerdings. Isha, was sagt sie denn? Wir spüren merkwürdige Signaturen im Labor. Du meinst außer den Hybriden und dem Gestaltwandler? Protoss, meine Königin. In großer Anzahl. Ja, ich spüre sie jetzt. Tal'Darin. Sie dienen Amon bereitwillig. Sie beten ihn an. Sie beten einen toten Gott an? Das macht sie umso gefährlicher. Interessant. In diesem Labor sind Terraner und, hat sich den Namen von ihm vergessen. Der wurde gerade noch gesagt. Terraner-Zerg und, bin ich jetzt blöde? Wir spüren merkwürdige Signaturen im Labor. Du meinst außer den Hybriden und dem Gestaltwandler? Protoss, meine... Protoss, ja, genau. Boah, bin ich dumm, ey. Ja, Protoss und Terraner sind wohl scheinbar in dem Labor hier drinne. Also im Endeffekt, ziemlich krass eigentlich. Weil die ja eigentlich verfeindet sind, soweit ich weiß. Terraner und Protoss. Naja, gut, Stukov. Ich frage mich, wie Narut es schaffen wollte, ein so mächtiges Wesen wie Amon wiederzuerwecken. Ich glaube, die Hybriden sind der Schlüssel. Sie sammeln psionische Energie. Aber wo würden sie genug davon finden, um einen toten Gott wiederzubeleben? Du hast gesagt, dass ein altes Xel'Naga-Artefakt genutzt wurde, um dich wieder zu einem Menschen werden zu lassen. Aber all deine Macht als Königin der Klingen, wohin verschwand sie nach deiner Verwandlung? Du meinst, es könnte ein Hybrid in der Nähe gewesen sein, der diese Energie gesammelt hat? Und genutzt hat, um... Oh nein. Sollte Narut das Xel'Naga-Artefakt auf diese Weise genutzt haben, hat er möglicherweise bereits genügend Energie, um Amon wiederzubeleben. Oh, interessant. Das ist krass, würde ich sagen. Also wenn das stimmt, dann ist aber nicht so geil. Dann haben wir, glaube ich, echt ein Problem. Also dann hat Kerrigan ein Problem, wenn quasi... die Energie, die ihr abgezapft wurde, irgendwo hingeflossen ist. Oder durch die. Dadurch. Ach, egal, ihr wisst, was ich meine. Scheiß drauf. Elevationsgrube. Aber tut bestimmt was für uns, oder? Was nichts für uns? Organismus Stukov Resultat unglaublicher Wertarbeit. Interessant. Evolutionsmission, was haben wir denn? Gattung bereit für Anpassung.
verwilderte Brutlords geortet, muss Essenz zurückerlangen. Kann mit Mutaliskengattung verwoben werden. Ja, ich glaube, ich weiß ja schon, was ich nehmen werde. Aber gut, Mission starten. Gucken wir mal. Verteidigungsplattform der Liga Sigma Centauri. Verwilderte Brutlords nahe. Geschütztürme auf Töten von Mutalisken spezialisiert. Stagnation ohne Brutlords. Finde die Brutlords. Wir werden ihre Essenz assimilieren und die Liga zerstören. Alles klar, dann machen wir das doch. So, da haben wir ein... Brutlords töten. Ein paar. Essenz erlangen. Wo sind die denn? Sekunde. Ah, da. Töte sie! Fickt sie auseinander. Und den noch. Den kann noch kalt. So, alles klar. Haben wir alles. Alles ingesammelt. Assimiliere ihre Essenz. So. Da sind sie. Da haben wir sie. Guten alten Brutlords. Mutalisken können zu Brutlords morphen. Erwarten Befehl. Wie schweben die jetzt in der Luft? Das ist die Frage, die ich mir stelle an dieser Stelle. Das ist nämlich die Frage hier. So. Brutlord wirft Brütling ab, greift weit entfernte Bodenziele an. Nur das ist es nämlich. Sende Mutalisken, beschützen Brutlords, ergänzende Fähigkeiten. Also, okay, na dann. Setzen wir diesem Putt ein Ende. So, warte mal, dann machen wir das anders, pass auf. Die auf die 1 und die auf die 2. Das heißt, greift an. Und ihr folgt bitte. Ist sie? So macht man es heutzutage. Einfach nach vorne die kleinen Viecher schicken und dann geht's ab. Ja, könnt ihr die zwei auch noch kalt machen, bitte? Äußerst nett von. Das wäre äußerst nett von euch. So, könnt ihr noch was machen? Ja, könnt gar nichts machen. Okay. So. Die hier kaputt, die Viecher. Ja, die gehen natürlich sehr schnell kaputt, ne? Die halten natürlich nichts aus. Viecher. Macht sie kaputt. Kann er von hinten angreifen oder weißt du was? Greift man den Tor an. Ja, bleibt bitte hier. Was ist mit euch los? Habt ihr nicht Lust zu kämpfen? Kriegt den auseinander. Wollt ihr mal angreifen? Schön. Wer von euch? Ah, weißt du, jetzt machen wir mal was. Mann, das jetzt einfach alles kaputt. Werdet überrannt. Schickt Verstärkung. Werdet ihr das? Werdet ihr überrannt? Nicht so toll für euch, ne? Nee. Ihr macht das jetzt bitte mal anders. Und zwar, ihr greift ja nämlich jetzt mal gerade an. So, greift mal da hinten an. Da ganz nach außen. Aber weiter außen, da geht nicht. Okay. So, jetzt aber.
Na also, geht doch. So kann das gehen. Ganz schön assi. Alter, wie schnell die tot sind. Vom An sind fast instant tot. Aber das ist halt die Base hier, die so viel Damage macht. Planetare Festung zerstört. Plattform gesichert. Naja, so ganz gesichert ist die ja noch nicht, ne? Aber okay. Der Sinn dahinter ist erfüllt. Ihr habt gesehen, die Brutlords sind richtig geil. Lagerwelt der Liga. Trümmer von Frachtschiff entdeckt. Joriumkristall im Inneren. Jorium nützlich für Experimente. Erhöht psionisches Potenzial. Muss beschaffen. Forschung an Uressenz abgeschlossen. Neue Gattung erschaffen. Viper. Bereit zum Angriff auf Liga. Viper. Ah ja, ich finde die Viper nicht so geil. Oder ich meine zumindest, dass ich ihn nicht so geil finde. Was könnt ihr nämlich nur? Ihr könnt dieses Verschleppen machen. Viper, strategische Einheit. Entführt Ziele, zerrt Freund oder Feind an eigenen Standort. Bewegt euch über den Fluss und zieht unsere Scheusale auf die andere Seite. Ach so, okay. Belagerungspanzer entdeckt. Vipern einsetzen. In Reichweite der Scheusale ziehen. Okay, das heißt, die auf die 1, die auf die 2. So, näher kommen. Ja, ich weiß auch nicht, die Vipern sind jetzt nicht so der Knaller. Ja, habt ihr denn keine Lust, den mal zu ziehen? Mach das weg! Sagen, habt ihr irgendwie keine Lust oder was? Oder wieder hier. Guck den mal an. Nächste. Ja, wie du schon sagst, sind halt taktische Einheiten. Ich finde, die bringen halt einfach zu wenig. Ich mag die Vipern einfach nicht. Stößt lähmende Wolke aus. Feinde darin können nicht angreifen. Ja, okay. Reiß diesen Bunker in Stücke. Noch eine dahin, während meine Scheusal da hinten kommen. Kann ich eigentlich eingraben? Ne, die konnte ich gar nicht eingraben, okay. Gut zu wissen. Nur die letzten Verteidiger sind übrig. Bringen wir es zu Ende. Siehst du, du brauchst halt für die alles. Du brauchst halt nur die Vipern hier, damit du die Viecher halt hochziehen kannst. Und ich halt irgendwie, ich weiß auch nicht, finde ich nicht so geil. Hallo? Also. So. Hier auf die 2 und dann würde ich sagen, ziehen wir einfach Stückchen für Stückchen die Viecher raus. Den da. Ziehen wir den da hinten noch an. Alles schön nacheinander heran. Was ist das? Rasen. Kommst du wohl zurück? Jetzt ist einer gestorben. Ich flippe aus. Ist einer von denen gestorben? Ich flippe aus. Wie dämlich diese Vipern sind, ich weiß auch nicht. Klingt einfach wirklich nicht so geil. Ah, naja. Oh Gott, werde ich da oben mal an. Oh, und fertig. Ja, ich denke mal, es dürfte wahrscheinlich klar sein, was ich nehmen werde. Also, habt ihr ja schon gesehen. Ich denke mal, es ist eindeutig klar, was ich nehmen werde.
Ach, da hinten ist ja noch ein Panzer. Lol. What the fuck? Gar nicht gesehen. Sind sie alle terranische Streitkräfte? Ja, ja. Hab ich nicht gesehen. So, dann mal hier hinten hin. Und dann hier auch mal da hinten hin. Cool, ich könnte sogar hier den Dingens ausbreiten, oder? Kann das sein? Nee, geht nicht, schade. Was ist Kilsias Brut. Kilias Brut, okay. Fickt ihn auseinander. So, zufrieden. Alles gut. Schafft's. Jungfracht gesichert. Muss Mutalisken Metamorphose vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Kilias Brut. War wenig, was sie da hat. Mal ganz ehrlich. Morph-Sequenz von Mutalisken bereit für Integration. Ja, fällt mir nicht schwer, ganz ehrlich. Ich finde die Mutlords einfach besser. Wenn ich die Mutas überhaupt morphe, ganz ehrlich. Also, werde ich so selten wahrscheinlich morphen, aber wenn, dann nehme ich die Brutlords, sind einfach besser. Tut mir leid. Und, ja, ich sehe gerade, ich habe jetzt hier einfach, ich nehme das jetzt einfach mit auf hier, die Dingens halt. Also, haben wir jetzt mit aufgenommen. Ich würde sagen, wir haben mich an Ende an der Stelle. Wir haben ja soweit alles geklärt, alles bequatscht. In der nächsten Folge werden wir dann die letzte Mission hier, denke ich mal, glaube ich, machen. Und ja, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Bis denn dann. Ciao.